Holy crap! You are creepy as shit. Da soll ich jetzt unbemerkt durch. Das kann ja mal werden. Hello there. Was zum... Warum regnet es jetzt hier Zombies? Er ist durch die Decke geglitscht. Aber der... Creepy as shit. Wir können von Glück reden, dass der ekelhafte Dicke da hinten noch gefangen ist. Dann können wir uns hier ganz entspannt um alles erstmal kümmern. Oh, das war's. Gut, dann. Sollte es kein Problem sein, den jetzt nur mit Shotgun-Ladung zu hauen. Wo kommst du denn her? Mein Gott, die Tür war doch eben zu. Creepy-ish. Ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen kann, dass er da durchglitscht die ganze Zeit. Guck mal, was ist das? Zieht euch mal bitte rein, wo der Scharfschütze da hängt. Was ist das? Oh no, Aufgabe. Warum sieht Shane aus wie Rick? Brauche ich eine Brille? Hä? Zeit für eine neue Aufgabe. Zu weit weg. Michonne und Glenn wurden gefangen? Glenn wurde gefangen? Der steht doch hier. Und wer ist das? Wer ist das, wenn Glenn gefangen wurde? Kann mir das irgendjemand erklären? Creepy. Wow. Uff. Creepy. Das machen wir jetzt ganz entspannt und ohne, dass es jemand mitkriegt. Yip. Oh. Schnell den Busch zurück. Also. Kann ich die jetzt alle nacheinander holen? Oh, das wäre so dumm. Oh, das wäre so dumm. Und es ist so dumm. Guck mal, er guckt sich das an und fragt sich nicht mal, warum die jetzt gerade umgefallen sind oder was. Alter. Nein. Ich möchte, dass du durchs Feuer stirbst. Ich fasse dich jetzt nicht mehr an. Bis du dich selbst verbrennst. Ich finde geil, wie er einfach mal 10 Minuten später angreift, während ich schon gar nicht mehr da hinten bin. Der springt einfach immer ins Leere. Ist das schlecht. Okay, da steht er aber im Feuer und er kriegt keinen Schaden. Okay, kriegen wir den noch ein bisschen weiter rein? Yes, rest in peace. Wie jetzt? Er steht mitten in den Flammen. T-Dog, bist du irgendwie feuerfest oder so? Ach, Digga, hör doch auf. Oh, mal wieder eine gut getimte Cutscene. Daryl und... Ist das Rick? Haben die so wenig Liebe da reingesteckt? Das ist Rick, oder? Haben die da wirklich so wenig Liebe reingesteckt, dass es egal ist, ob du am Ende Shane oder Rick tötest? Die stellen da einfach Rick hin! Endlich ist der Quatsch durch. Du kannst es dir nicht ausdenken, was das für ein Game ist, wofür man 40, 50 Euro gezahlt hat. Nur damit du hier stehst, ist das Maggie. Wenn das jetzt Maggie ist, wieso lebt Maggie noch? Die habe ich ganz als erstes getötet!